Der Solidaritätszuschlag wurde 1991 zum ersten Mal eingeführt. Damals für ein Jahr, aber nicht für den Aufbau Ost, sondern für die Beteiligung am Golfkrieg. Ganz solidarisch, versteht sich. Mit damals noch 7,5% der Lohnsteuer, weil feststand, mehr Steuern gleich mehr Munition. Tja, die waren damals schon klug. Viele Deutsche, also 9 von 10, hätten sich schon damals lieber was Nettes von dem Geld gekauft, anstatt es in einen für Deutschland völlig sinnfreien Krieg gegen Saddam fließen zu lassen. Aber lassen wir die Politik mal aus dem Spiel und bleiben positiv. Apropos Spiel, ihr hättet euch 91 zum Beispiel die Erstausgabe des Videomagazins Videogames kaufen können. Oder einen Super Nintendo. Ich sag's nur. 92 dann wieder abgeschafft, wurde er 95 erneut eingeführt, war ursprünglich dafür gedacht, um den Aufbau in Ostdeutschland mitzufinanzieren und wurde mit 5,5% auf Einkommens-, Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer veranschlagt. In diesen 25 Jahren hätte man sich davon auch mal gut und gerne eine Zusatzrente aufbauen oder das Geld zumindest in die eigene Weiterbildung investieren können. Am 31.12.2020 ist aber endlich Feierabend. Nicht für jeden, aber für die meisten. Zumindest mal eine gute Nachricht in dieser C-Zeit. Der Soli fällt für alle weg, die ein zu versteuerndes Jahresbruttoeinkommen von unter 73.000 Euro als Alleinstehende haben, beziehungsweise 151.000 als Verheiratete. Und das ist doch schon mal was. Wir könnten das ja auch immer mit der Einkommensteuer machen. Ja, das wäre schön, wäre das. Also bis 109.000 für Alleinstehende und 221.000 für Verheiratete fällt der Soli zumindest teilweise weg. Also nicht mehr die volle Belastung. Aber darüber hinaus, wie immer, Vollgas. Ach ja, Körperschaftssteuer. GmbHs, UGs und AGs zahlen natürlich immer weiter. Wie jetzt in Deutschland noch anders sein können. Bei euch im Portemonnaie passiert also ab Januar Folgendes. Liegt euer Brutto bei 40.000, dann habt ihr in der Steuerklasse 1 ca. 326 Euro Ersparnis. Und in Steuerklasse 3 151. Habt ihr 55.000 Euro im Jahr, dann habt ihr in Steuerklasse 1 561 Euro und in Steuerklasse 3 330 Euro mehr. Und habt ihr 70.000 Euro im Jahr, dann bei Steuerklasse 1 862 Euro und in Steuerklasse 3 548 Euro. Was ihr mit dem Geld ab Januar machen solltet? Na, endlich mal in euch investieren. Haben wir direkt erstmal bei Amazon PlayStation 5 bestellt? Nee, investiert es lieber in eure persönliche Vorsorge oder in einen vollen Kühlschrank im Alter. Aber was da für euch alles ganz genau möglich ist, das besprecht ihr am besten mit der Beraterin, dem Berater eures Vertrauens. Denn habt ihr euch erstmal an die Spende ab Januar gewöhnt, ist das Geld auch ganz schnell wieder im Konsum verschwunden. Ach übrigens, der Soli, zum Glück jetzt bald abgeschafft, ist längst nicht die einzige Steuer, die wenig mit ihrem ursprünglichen Sinn zu tun hat, denn 1902 führte Kaiser Wilhelm II. Eine Schaumweinsteuer ein, um neue Kriegsschiffe und den Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals zu finanzieren, der heute Nord-Ostsee-Kanal heißt. Auch die Sektsteuer gibt's immer noch. Also macht euch dieses Weihnachten eine schöne Flasche Champagner auf, aber ab Januar wird dann gespart.